mich wieder. Heute ist Montag, der 4. November. Man sieht es grau in grau und nass und knatschig. Aber irgendwie will ich ja trotzdem mal vorwärts kommen. Gut, während der Woche kann man hier nicht mehr viel machen, da ist es meistens schon dunkel, bis ich hier bin. Am Wochenende regnet es dann wieder die ganze Zeit, zumindest war das jetzt so. Jetzt wollte ich mal zeigen, was ich noch so gemacht habe hier. Ich komme ja nur in kleinsten Schritten vorwärts. Ich habe vor allem mal die Tomaten rausgemacht. Das war es jetzt auch mit den Tomaten. Jetzt sind auch die hin. Es wird immer weniger. Dann habe ich mich noch mal ans Rasenmähen gewagt. Das war eine sehr mühselige Angelegenheit. Die hat mich wirklich geschafft. Da, wo man eigentlich viel läuft. Den Rest habe ich gar nicht mehr gemacht. Da kann ich mal, wenn es mal trockener ist, immer mal mit dem Rasentrimmer noch mal drüber gehen, wenn ich meine, dass ich das brauche. Aber im Moment ist das nicht nötig. Jetzt versuche ich noch mal hier, wo ich die Tomaten raus habe, noch mal Unkrautjäten. Es wird nicht mehr lange hell sein. Und außerdem klebt hier alles von Nässe. Das ist ein Wasserfass da hinten, habe ich ausgeleert. Und zwar überlaufen. Hier ist auch noch eins, aber auch noch nach dem Wasser, weil aus und die Wassertanks, die sind leider auch noch halb voll, das muss dann noch abgelassen werden, das Wasser, aber da läuft schon seit, ich glaube seit Ende September habe ich da nichts mehr reinlaufen lassen. Also die werden jetzt auf alle Fälle leer gemacht, damit das nicht durchfriert. So, mal schauen, ob das überhaupt möglich ist, dass ich hier was raushole, ob das nicht doch zu nass ist. Aber irgendwie, ich komme ja von der Arbeit direkt hier vorbei immer. Dann, wenn ich schon mal hier bin, wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Thank you.
Tag. Nun, gerade vor